Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Limbo. Jo, das letzte Mal hatten wir ein paar Probleme mit dem Wasser, was immer näher gekommen ist. Und ich schau mal, was als nächstes passiert. Das so gucken. Ja. Nein. Ja. Ich denke mal. Kann man den verschieben? Ziehen? Irgendwas? Von hier aus? Ne. Kann man auch nichts schieben oder drehen. Oh. Okay. Dann. Vielleicht war es einfach nur zu knapp, der Sprung. Dass der wirklich sehr knapp ist. Oder? Nein. Oh, okay. Das ist wirklich extrem knapp. Jetzt geht der runter. Das ist wieder so knapp, oder? Nein, 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 nein. Ja. Okay. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Doch, ich habe eine Ahnung. Glaube ich. Hüpf. Nee, ich habe doch keine Ahnung. Jetzt da unten das zumache, kann ich das wieder schließen? Ich glaube, ich hätte vorher zumachen sollen. Mist. Hüpf. Also der beste Schwimmer ist auf jeden Fall nicht der Kleine. So, und zwar muss ich jetzt den Schalter umlegen. Dann den gleich wieder zumachen, damit der Block runtergeht. Genau. Und wenn ich jetzt den anderen Schalter aktiviere, dann fällt der große Brocken darunter und der Wasserpegel steigt. So. Genau. Und wir sind höher als zuvor. Sehr gut. Machen wir das nächste Rätsel gelöst. Und mal gucken, was uns. Es ist immer so. Mal gucken, was als nächstes kommt. Oh nein. Oh nein, nicht das. Oh nein. Okay, er geht erstmal nach links. Das ist erstmal nicht gut. Ach man. Vielleicht muss ich das abwarten. Und dann vielleicht jetzt muss er nach links gehen. Ich weiß gar nicht, ob er irgendwann aufhört, in eine Richtung zu gehen, oder ob es jetzt ewig so weitergeht. Nur nach rechts. Hölle. Ich überlege gerade. Ah. Ich glaube, ich hab's. Bin mir aber nicht 100% sicher. Erstmal den hier nach ganz außen. So, ist recht. Also, da kommt man auf jeden Fall nicht vorbei. Das trifft mich immer. So, dann gehe ich hier hoch und spring da drüber. Immer wenn. Ah! Wenn das Ding mit Licht in Bewegung kommt. Nicht in Bewegung kommt. In Berührung kommt.
dann ändert sich die Richtung. So, ich laufe immer noch nach rechts. Jetzt muss man vorsichtig sein. Ich sag's noch. Ach man, wie wäre das, das Vieh da oben, was so über ist, was uns da angreift? Ist nicht so geil. So. Zack. Wir gehen links. Auf die Kiste. Springen. Ins Licht. So. Jetzt geht's nach rechts. Zur einen Treppe. Zur anderen Treppe. Und ganz nach oben. Jetzt mal vorsichtig sein. So, wir springen einmal. Rennen und springen. Gut. Und jetzt? Achso, Licht. Oh Mann, Alter. So, und jetzt? Und jetzt? Und das war's dann? Ja, es steigt noch. Kiste, die man gerade nicht sieht. Ich kann mir vorstellen, dass sie jetzt so langsam an der Wand entlang gleitet. Vielleicht. Ah, da kommt's. Dann muss ich da bestimmt drauf stehen, dann kann ich da rechts hoch. Da ist. Ah, das Rohr. Sieht auch vielversprechend aus mit den Stacheln nach rechts. Ich laufe noch nach links, ne? Ach, verdammt. Oh Mann, ich hätte vorher nochmal nach links laufen müssen und dann... Ach, Mann. Oh, okay, wir starten hier wieder. Und zwar bin ich ja die ganze Zeit noch nach links gelaufen. Und das heißt, ich hätte da oben nicht rechts rüberspringen können. Das heißt, wir müssen uns jetzt beeilen, ne? Mann. Ich wollte nach oben gehen, habe aber nach links gedrückt. Sehr gut. Noch ein Versuch. So, ins Licht. Dann über die Rohre nach links. In die Treppe hoch. Nach links springen. Nach links springen. Auf die Kiste drauf. Springen. Und ins Licht. Dann geht rechts für uns. Und das muss alles zur linken Seite, ist gut. Und nach oben. Bis der Böder weg ist. So. Und jetzt können wir dann nach oben nach rechts und ich sehe da auch schon die kleinen gefräßigen Viecher. Die uns dieses weiße Ding vom Kopf naschen. Und jetzt muss nur irgendwo das Rohr kommen. Da kommt's schon. Wir hätten warten müssen. Ach, Mann. Oh, Scheiße. Also nochmal das Ganze. Da hatte ich jetzt überhaupt nicht gedacht, dass ich nochmal warten muss. Weil der ja konstant in eine Richtung läuft. Zack. Und zack. So, wieder nach links. Licht. Das heißt, ich drücke die ganze Zeit eigentlich nichts außer springen. Also wenn ich nach rechts drücke, dann rennt er schneller nach rechts. Und wenn ich nicht drücke, dann geht er einfach nach rechts. So, jetzt müssen wir wieder auf das Rohr warten. Warten, bis das Wasser relativ weit oben ist. Dass wir dann auch da an die Kante ran springen können. Jetzt muss es eigentlich... Da ist es schon. Jetzt warten wir mal. Wir müssen auf jeden Fall noch länger warten. Oh nein. So. Jetzt hab. So. Das ist ja nichts. Nicht viel. Das heißt, wir gehen mal schnell weiter nach oben. Bevor das Wasser noch weiter kommt. Schaffen wir es da links rüber? Ja.
Ist hier was? Nicht wirklich. Schade. So, dann sind wir wieder an der Oberfläche aus diesem ganzen Kanal aus. Steigt das Wasser noch? Oh nein, 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 nein. Nee, steigt nicht mehr. Okay, ich kann auf jeden Fall das Rohr mitnehmen. Ich weiß aber noch nicht, ob mir das was bringen wird. Gut, verstärkst du es also nicht, weil das dauert. Ich will, dass ich das hier nach links ziehe. Ich wusste nicht, was wir bringen sollen. Da sieht es so aus, als ob ich da ranspringen kann. Also ich hab's mir verbaut. Mist. Okay. Achso, jetzt bin ich schon. Und zwar sah das so aus, als ob wir. Als ob wir an dieses Seil da ranspringen können. Und zwar, das ist natürlich genau hinter so einem Schatten. So, hier kommt die Leiter. Und dann weiter rechts, genau der Schatten. Und dahinter ist dieses Seil. Was man exakt gar nicht sieht. Hm. Hätte ich das vielleicht auffangen sollen? Wenn ich es hier hingestellt hätte, würde ich wahrscheinlich auch da so. Mann. Also los. Oh, was war das? Schön hier unten. So, also nochmal. Unten. Die Röhre schleppen. Wenn das so platzieren, das ist da das Ding, also immer das war. Auf die Röhre drauf fällt. So. Das ist Seil. Dann fällt das da oben runter. Wie schiebe ich das jetzt? Ungefähr. So? Reicht das? Und zack. Keine Ahnung, was es ist. Aha. Okay. Das. Ich habe gerade eine Steamer-Wohnschaft bekommen. Die wird, glaube ich, im Video nicht angezeigt. Tja. Aber wir wollen weiterkommen. Weiß ich jetzt auch nicht. Wollen wir irgendwas greifen? Ja. Das ist auf jeden Fall komisch. Ist das vielleicht doch hier oben? Wenn wir mal so springen sollen? Natürlich schaffen wir das. Das sah so weit aus vom Weg her. Ich dachte erst, wir schaffen das nicht. Hm. Klasse. So, da ist Wasser. Wie kann man das Rohr anspringen? Jo. Oh, sieht sicher aus. Jetzt aber schnell. Oh Gott. Okay. So. Oh Mann. Also, warte mal. Es knallt einmal. Da nochmal und dann geht's aus. Okay. Ich dachte, wir müssen mal wieder rausgehen. Kann er drüber? Ich glaube nicht, oder? Naja, nicht ganz.
Dann habe ich eine Anrede. Fällt das jetzt wieder? Hallo? Nicht. Vielleicht hast du die Hand drüber. Ah, ich mach es. Und. Ach, Spaß. Ach ja, das hat. Ein Spaß. Da drüber zu kommen. Aber. Den Punkt versuchen wir auch beim nächsten Mal nochmal. Ich denke, wir müssen das eigentlich extrem gut timen, dass wir da sicher rüberkommen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal.